Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns ist die Dori. Hallo! Einen wunderschönen Tag wünsche ich. So, wir sind fleißig beim Baumwollernten. Ja, ich habe gleich wieder einen Ballen fertig, du. Das ist gut. Für einen Auftrag, der angenommen wurde von der lieben Dori. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Feld, warte mal, das könnte mich mal interessieren. Willst du mal kurz rausspringen, gucken, ob das Feld 100% gedüngt ist und so, oder? Ich fahr weiter. Okay, dann springe ich mal ganz kurz raus. Ich will das mal ganz kurz angucken hier. Ob das Feld in... Nee, guck mal, das ist nicht mal 100% gedüngt. Deswegen kriegen wir fast nichts runter hier, ne? Okay. Also da hättest du dann noch weitaus mehr Ertrag. Aber na gut, ist halt so. Gut, dann setzen wir uns wieder rein nach vorne. Das ist ja recht chillig hier, wenn man jetzt so drin sitzt in dem Baumwollteil. So. Und wo waren wir stehen geblieben gerade? Was haben wir gerade gequatscht? Achso, hier wegen LKW-Fahrer und zugucken, ne? Ja. Und na gut, also da gibt es halt eben eine Doku, wo das Frauen machen. Es gibt ja auch jede Menge YouTube-Kanäle, die das dann zeigen. Fernfahrer halt, die dann ihren Alltag da filmen. Wie sie sich denn im Führerhaus aufregen über die unfähigen Autofahrer und sowas, ne? Und alles sowas. Was hast du denn ja ganz gerne mal so? Jetzt habe ich hier wieder so einen halben Reihen mit Stehen, mit Baumwolle. Das ist auch nicht schön. Ich glaube, da fahre ich nochmal zurück. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich es jetzt hinkriege, dass ich die Reihe mal gerade mache. Tja. Aber, läuft wohl nicht, wa? Nee, Pustekuchen. Ich bleib in der Spur. Da hinten sehe ich schon wieder, das nächste kommt auch nochmal so. Ja. Wie viel habe ich denn schon? Ich habe schon 6.000 drin jetzt. 20.000 ist ein Ball, ne? Ja. Ja, da habe ich ja noch ein bisschen zu tun. Aber ich habe mir hier eine Ecke rausgesucht. Ich denke mal, das sollte so in etwa die Hälfte gewesen sein zwischen uns beiden. Wenn ich das jetzt hier bis zum Ende mit durchziehe, dass wir da was ordentlich hinkriegen. Und dann können wir dann... Was hast du gesagt? 18.000 können wir raus, ne? So im Dreh müsste es 18.000 sein, ja. Plus vielleicht noch, wenn wir noch ein bisschen Baumwolle auch noch verkaufen können davon. Mal gucken. Ja. Ja, das was für uns schlecht, noch übrig bleibt. Nochmal 20.000 oben drauf, ist okay. Ich glaube, so viel wird es dann doch nicht werden. Nee, ich meine insgesamt 20.000. Also 2.000 für die Baumwolle. Weiß ich nicht, wir können ja auch mal so einen Rübenauftrag machen oder so. Wir können uns ein paar Rüben zur Seite legen. Was dann mal Schweine machen, dass wir ein paar Erdfrüchte haben. Also ich habe hier schon vor, eigentlich von jeder Tierart erstmal einen Stall zu haben, ne? Und dann mal gucken, was da noch so geht. Aber ich glaube, wir können 16 Ställe bauen. 16? Insgesamt können wir 16 Ställe bauen, ja. Okay. Das ist viel. Ja, wenn du 16 große Pferdestelle hast, dann bist du... So, aber Reitbildmesser. Eigentlich habe ich überlegt, dass man sich 10 Pferde anschaffen müsste. Dass man jeden Tag ein Pferd hat, was fertig wird. Weil dass du immer ein Pferd abgeben, eins neu holen, dann hast du jeden Tag quasi den Gewinn von... den du machst pro von einem Pferd als feste Einnahmen ab dem 10. Tag im Spiel. Naja. Und das ist dann schon nicht zu verachten. Wenn du damit dann planen kannst. Das stimmt. Ich meine, okay, also wir können dann müssen wir gucken. Also wenn wir morgen dann soweit sind, dass wir dann mal wirklich bei teuersten Pferdchen, die wir dann haben, mal gegenrechnen. Und ob wir dann hinkommen, dass wir dann die andere Parzelle schon kaufen können oder nicht. Also nur unter der Prämisse, dass wir sie dann noch instant kaufen können. Und sonst würde ich das nicht machen. Dann lasse lieber noch ein paar Mal von uns reiten und so. So, zack, wieder am Ende eines Feldes angekommen. Dieses Fahrzeug ist für Lohnarbeit reserviert. Ich weiß es doch. Ich bin doch hier Lohner. Mach doch Lohnarbeiten hier, richtig brav, richtig fein. Hast du den Baumwollantrag an? Also ich hätte vorher mal gucken sollen, welche Aufträge da sind. Hätte ich vielleicht selber schon mal einen annehmen sollen. Irgendwas mit einem großen Mähdrescher oder so. Aber gut, es ist ja so, dass du von der Zeit her mal ganz gut entlohnt wirst. Obwohl mir so ein bisschen erzählt wurde, dass die Düngeaufträge auch sehr, sehr lukrativ sind. Echt? Ja, weil du relativ schnell durchkommst. Ja, aber du musst den Dünger nochmal extra kaufen. Ja, aber du kannst halt mehr, also relativ schnell die Aufträge abschließen, ne? Wenn du jetzt Düngen fährst,
nimmst du einen Düngerstreuer, der große Reichweite hat, und haust einen Dünger drüber und dann ist gut. Und dann fährst du da, also bei dem Feld würdest du jetzt bloß 5-6 Mal hoch und runter fahren und der Auftrag wird fertig und hast dann vielleicht am Ende nur 3000 gemacht, aber dann mal bloß 5 Mal hoch und runter fahren und nicht wie hier mit dem Ding 25 Mal. Ja, aber ich weiß nicht, also ich würde fast vermuten, dass die sich vom Preis her alle ähneln, nur dass halt natürlich mit längerem Zeitaufwand du auch mehr Geld kriegst. Nee, das ist also Ansehen und Grubbern und Flügen ist, glaube ich, ganz schlecht bezahlt. Also das ist schon unterschiedlich. Also was den Zeitaufwand zum Geld geht. Aber den Vorteil bei Ernte ist halt, dass du dann noch ein bisschen was von dem Zeug überbehältst und dass du das dann für dich verkaufen kannst, ne? Richtig. In den meisten Fällen. Verdienst du nochmal so 2-3 extra Prozente. Hast du schon wieder einen Ballen abgelegt, ja, ne? Ja, einen habe ich eben abgelegt. Hm. Wir brauchen insgesamt noch mindestens 4 Ballen. Gut, und ich meine, erst wieder durch habe, dann werde ich sowieso nochmal wieder abfahren. Mit deinen Ballen holen, den Ballen, den ich gelegt habe, dann kriegen wir das hin. Jo. Gut, ja, wolltest du noch irgendwie? Nee, irgendwas hat man noch ein Thema jetzt gerade offen? Nee. Hat nicht? Dann müssen wir jetzt aufmachen. Ja, dann, schlag was vor. Ich soll das vorschlagen? Nö, dann bin ich ja wieder bloß gemein. Und ach. Dann werde ich wieder geärgert. Dann werde ich wieder geschlagen. Geschlagen. Ja. Ja, genau. Wie das denn? Ja, weiß ich nicht, wie du das im Griff. Ich glaube, es hackt. Was? Nee. Ich glaube, es hackt. Also, ist bloß kalt draußen, es hackt nicht. Alles wird aus Hack gemacht. Oh nee, oder? Oh nee, was? Oh nee. Aus Hacke, Peter? Wird? Ja. Genau, Kacke später. Richtig. Komm hier nicht mit Tofu, das finde ich voll doof, du. Ja, das habe ich beim anderen Streamer, habe ich das mal hier, wo ich immer gesagt habe, der kommt doch aus der Ecke. Ja. Ja. Der hat auch keine Ecke im Klassenzimmer. Und der hat das irgendwann mal gehabt als Follower-Sound oder Sub-Sound oder was. Hack, hack, alles wird als Hack gemacht. Da dachte ich, hey, was ist das denn? Da hab ich dann kurz immer nach gegoogelt, dachte ich, ach nein. Das ist ja mal richtig schöner Blödsinn. Das ist wie bei Radio PSR von den Sachsen, kennst du das? Nee. Was ist denn, was haben sie danach gemacht? Hör auf der Mutti heißt das Lied. Hör auf der Mutti. Das ist so. Das hat nee, sagt mir nichts. Dann kannst du immer nach googeln, hör auf der Mutti. Und dann Radio PSR. Und das hat natürlich meine Tante meiner Mutter geschickt. Das war natürlich so, ne? Das habe ich instant von meiner Mutter gekriegt. Hier, 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 hör ich mal. Das ist genau das richtige Lied. Der sagt, wie es ist. Und das ach, Mann, nur. Naja, Mutter. Das Schärfste war, wo sie im Livestream angerufen hat. Tja. Sie hat den Livestream geguckt. Sie hat ihn wirklich geguckt zu Hause. Und hat dann angerufen. Ja, macht doch Sinn. Ja. Bist du rangegangen? Ja. Oha. Ja, das hat ja nicht aufgehört zu klingeln hier. Wegdrücken. Seitdem habe ich den Klingelton oder also den vom Festnetz leise. Hm. Höre ich was gar nicht mehr, wenn es so klingelt. Also wenn mich auf Festnetz anruft, der hat ganz schlechte Karten, dass ich das höre. Aber ist auch nicht weiter wild, weil da ruft ja sowieso nur Kabel Deutschland oder Sky drauf an. Na siehst du. Oh, Sky hat ja was genervt, ne? Hast du gekündigt, ne, oder? Ja, ja. Ja, ja. Oh, da hab ich 4 Nummern weggeblockt von, ne? Jedes Mal. Ach hier, und wir haben noch ein Rückkehrangebot für Sie. Wenn Sie jetzt wieder voll und alles und mit einsteigen und richtig toll und alles super. Und dann
Kriegen Sie von uns noch einen Bonbon dazu? Oh, den Schleudergang. Also genau, das zum Beispiel wäre ein Job, den ich nicht ausführen wollen würde. Telefon-Terrorist. Ja. Nee. Also, nee. Nee, ich glaube, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Vor allen Dingen, was die für einen Druck haben. Ne? Ja, also, ja. In den Core-Centers. Das ist ja, die werden ja danach bezahlt, wie viele Verkäufe die machen. Boah, nee. Kriegst du ein Grundgehalt von 600 Euro und dann kriegst du dann für jeden an vergraulten Kunden kriegst du dann nochmal 20 Euro extra. So. Und dann verdien mal so viel, dass du dann über die Runden kommst. Du weißt ja, dass du jeden Tag musst du mindestens 10 Mann übers Ohr hauen. Ja, nee, also das wäre zum Beispiel gar kein Job für mich. Das wäre so, nee. Überhaupt nicht. Nee, das könnte ich auch nicht. Nee, wie gesagt, also ich bin da mit meinem Informatiker, ich bin da richtig zufrieden mit. Das ist der richtige Job. So. Und du willst ihn jetzt gleich essen, ne? Hast du gesagt? Ja. Bleibst du mit dir jetzt? Kann ich machen, außer du willst gleich ins Bett. Ich hab keine Ahnung, wie dein Plan ist. Nee, ich würde jetzt noch die Folgen hochladen und vielleicht eventuell so für ein, zwei noch. War das schon mal zumindest die Texte fertig machen. Ob ich die Thumbnails jetzt alle fertig mache, das glaube ich noch nicht, aber. Texte machen wir auf jeden Fall fertig noch. Da geht noch was. So. Wie spät ist das überhaupt? Gleich 20 nach 9. 20 nach 9, ja gut, bis um 10 hätte ich sowieso gemacht. Oh, jetzt ist die Escape Plus, jetzt wollte ich gar nicht. Ja, das merke ich mal, wenn du Escape drückst. Oh, jetzt habe ich Tab gedrückt, jetzt bin ich aus dem Ding rausgefallen hier. Mann! Leckt's oder wie? Dann bleibt's stehen. Okay. So 1-2 Sekunden. Sekunden gleich? Ja, ja. Okay, das ist natürlich wahr. Also ich kann jetzt nicht nur irgendwie einfach so mal Escape drücken und dann da. Das kriegst du auch noch mit. Da habe ich mir auch ordentlich verfahren hier wieder. Mann. Oh, rückwärts haben wir den Ding ist aber auch nicht schön. Nee, das stimmt. Nö, dann können wir noch ein bisschen quatschen so. Finde ich wieder schlimm. Ich werde wahrscheinlich auch noch was essen, ich kriege nämlich schon wieder Hunger. Ja, ich habe mittlerweile auch echt Hunger. Da ist aber auch wieder bloß hier diese Gerstenkaltschale dran schuld, ne? Ja. Wieder Hunger kriegen. Das stimmt. Und ich muss schon wieder für kleine Mädchen. Ach nee, für kleine Pharma-Mädchen, ja? Ja! Ja, alle ja, zwei Folgen, weiß Bescheid. Ja. Ein guter Rhythmus. Hat ordentlich durchgespielt. Ja. Läuft. Die Nieren funktionieren. Läuft. Ach ja. Hast du denn so ein Konformantenbläschen? Wenn es um Bier geht, ja. Okay. Ja, wenn du da einmal warst, dann ist vorbei. Okay, das ist auch so, ja. Also einmal, wenn einmal du musst das erste Mal musst du so lange du kannst zurückhalten. Ja. Weil ab da geht's steil bergab. Ja. Am besten einen kleinen Knoten nehmen. Ja, oder am besten gleich auf dem Klo sitzen bleiben, ohne Maßnahme. Kannst ein Bier hinstellen, fertig. Weiß nicht, ob das so appetitlich ist. Naja. Dann gut, nee, aber das ist hier nachher irgendwann auch egal, aber. Nee, aber das ist bei Bier immer so. Sobald ich einmal für kleine Mädchen gewesen bin, ist vorbei. Kann ich alle 10 Minuten gefühlt gehen. Okay. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Muss man gerade noch Fink nehmen oder so? Gibt dafür bestimmt irgendeine medizinische Erklärung. Ja, Konformantenbläschen. Nee, hab ich sonst ja auch nicht. Es geht ja nicht nur mir so, dass wenn sie Bier trinken, dass sie dauernd auf Klo müssen. Ja, das stimmt. Große Nachfrage bei Sägewerk? Ja. Es gibt ab und zu große Nachfragen. Dann ist quasi ein Multiplikator auf dem Preis drauf. Ich habe sogar schon die Datei gefunden, wo das drin steht. Okay. Im Safe Game.
Also wo die Preise alles und sowas, die ganzen Faktoren drin stehen. Ach, kannst du ändern, ja? Ja, ja. Ja, theoretisch kannst du dir alles ranschieben. Also, das ist ja alles in JSON-Dateien bzw. XML-Dateien geschrieben. Ja, das machen sie heutzutage oder so. Da gehen sie ja richtig drauf ab auf sowas. Nicht so wie früher, wo das alles irgendwo fest gecodet war oder so. Mhm. Ja, dass es da irgendwo feste Zahlen gab, wozwischen die das ausgerechnet haben. Nö, das wird alles schön abgelegt in so einer JSON-Datei. Das wirst du aber auch bei der Unity-Engine sehr gerne sehen oder sehr häufig sehen, wenn du da dich mit auseinandersetzt. Die arbeiten nämlich auch sehr gerne mit JSON und XMLs. Obwohl XMLs mittlerweile schon wieder ein bisschen outdated sind, also man jetzt momentan ist JSON ganz doll in. Kann man machen, mir gleich, aber ja. Also ich persönlich bin immer noch ein ganz großer Fan von Datenbanken. Daten gehören in Datenbanken, da kommt nicht jeder dran. Da kann man das schön absichern alles und dann kann man auch so ein da alles gut ablegen und strukturiert ablegen. Klar kann man das in JSON-Dateien auch machen, weil das alles in einzelnen Segmenten eingeteilt ist und so, aber ich weiß nicht. Irgendwie komme ich da nicht so. Das bin ich wahrscheinlich schon wieder zu alt für. Deswegen mache ich lieber mal Firmware-Entwicklung, wo ich maschinennah entwickle und nicht sowas Kompliziertes wie ein Spiel oder so. Aber ich da echt Bock zu hätte. Also ich muss ja sagen, ich hätte echt Bock dazu, mit diesem Spiel zu, mit diesem Buch zusammen quasi YouTube-Videos zu machen über die Entwicklung, wie ich beim Programmieren weiterkomme und da was programmiere und nebenbei sozusagen ein Spiel entsteht. Mhm. Irgendwas Kleines. Naja, dass du einfach einen Kaiser nachprogrammierst oder so, ne? Irgendwas klitzekleines halt. Was jetzt nicht so den mega Aufwand ist, wo du dann auch abschätzen kannst, okay, das kriegst du hin, wenn du die grundsätzlichen Dinge da programmiert hast, dass es dann einfach läuft und ja, dass du durch mehrere Formulare durchkommst, ein anderes Hintergrundbild mal machst und dies und das. Also so erst auch wirklich rudimentär erstmal nur so ein Spiel entwickelst halt. Naja. Und dann kannst du dich ja steigern, dann kannst du ja sagen, okay, du möchtest es grafisch aufbohren, dann gehst du halt hin drüber, dass du dann halt irgendeine Engine dazu nimmst, wo du die Grafiken einbaust. Wobei ich auch sagen muss, dass das mit den ganzen Assets und was nicht alles, was du da alles bauen kannst, und in diesen also ich habe ja mich bewusst gegen Unity entschieden. Und ich weiß gar nicht, ob die Unity überhaupt C++ kannst, ob ich da Quatsch erzählt habe, wo das bloß mit C-Sharp geht. Ich habe keine Ahnung. Ja, und habe mich also. Aber C-Sharp habe ich glaube ich schon mal gehört in dem Video. Ja. Ich habe mich bewusst für die Unreal Engine entschieden, weil ich die von der Handhabung und von dem, sagen wir mal, die Engines schleppen einen ganz schönen Overhead an Code mit, also so zusätzlichen Code, den du einfach nur brauchst, weil du die Engine benutzt. Und ja, das ist dann halt eben, da wird dann das Spiel riesengroß und da wird ein Haufen Zeug in RAM geladen, den du eigentlich gar nicht brauchst. Mhm. Ja? Weil heutzutage ist das scheißegal, ne? Das siehst du dann zum Beispiel bei Cooking Simulator, das ist auch mit Unity gemacht. Ja. Das Spiel. Und da siehst du einfach, dass sie das kein Stück optimiert haben, nichts. Also es ist wirklich, die Hardware ist immer am oberen Limit am Arbeiten. Mhm. Für so ein Spiel. Gut, es sieht einigermaßen gut aus. Ja, das stimmt. Also ja, das also, muss man sagen. Also sie geben sich auch Mühe dabei, aber wenn du Dinge zu klein schneidest, sonst irgendwas, dann überforderst du die Engine einfach, ne? Also das wirst du dann sehen in dem Video, was am Dienstag kommt, also morgen. Mhm. Da mache ich Schweinelende mit Rote Beete und Möhrchen. Ja. Und ich schneide die Möhrchen so klein und die Schweinelende und so, dass er das nicht mehr einzeln berechnen kann. Da fallen mir Teile durch den Teller durch. Und dann fällt der Teller runter und dann kann ich nachher bloß noch ein Stück von dieser Schweinelende anfassen und die anderen, die sind alle irgendwo verbackt und so, ne? Also das Gericht kriege ich halt einfach nicht fertig. Okay, das ist doof. Ja. Also das ist aber gut, wie gesagt, der letzte Patch, und muss ich sagen, da ist auch sehr, sehr viel Inhalt wieder rausgekommen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich kriege keine Patch-Notes, also ich kann da auch nicht nachlesen, was sie da machen, aber sie sich da vorstellen. Finde ich auch schade. Ich dachte wenigstens, dass sie da wenigstens ein Patch-Notes raushauen, wenn sie schon Patch rausbringen, aber ist halt nicht. Naja gut, naja. Man muss ja nicht mit den Leuten reden. Nee, warum denn? Ist ja albern. Also Menschen sind ja eh generell erstmal schon, ne? Und warum dann auch mal kommunizieren damit? Mhm. Na, dann kannst du ja gleich auch sagen, so, nö. Ich kaufe mir einen Strick und erschieß mich. Ja, die Folge ändert sich wieder dem Ende. Die Folge, warte mal. Ändert sich dem Ende? Nähert sich.
Also, Gott. Nummer 1 übrigens. Was? Nummer 1 übrigens. Nummer 1 was? Ich habe das erste Mal das Mikrofon gebracht. Ah, ich verstehe. Ja. Ich habe jetzt echt schon oft hingekriegt, auch durchaus ganze Folgen ohne zu boxen. Also heute auch. Ist ja die, was ist die sechste Folge jetzt, ne? Wenn du das sagst, ich habe keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Ja, wenn du jede zweite Folge quasi Pipi musst, du willst jetzt zum dritten Mal Pipi gehen. Wie viele Folgen haben wir dann? 6. Ah. Ja, guck, mit Mathe klappt's doch noch. Ja, bei der einen ist sicher, ob jetzt ein oder zwei Folgen dazwischen lag. Egal. Ja, werden wir sehen. Alles klar. Werden wir ja am Ende sehen, was hochladen, wie viele Folgen wir haben. Generell wünsche ich aber euch allen dann einen, warte mal, noch 10, 1, 2, 3, ach Gott, das wäre ja schnell in der nächsten Woche. Dienstag ist ja heute, wenn das die sechste Folge ist. Hm. Ei, die Witzker, naja, gut. Dann bist du ja schon quasi, also, dann bist du jetzt, wenn die Folge läuft, jünger als wenn du die Folge, also nee, jetzt, wenn die Folge aufnimmst. Jetzt, wo ich die Folge aufnehme, bin ich jünger als wenn die Folge rauskommt. Wenn du guckst. Ja. Ja. Ob das Zeitreise schon ist? Vielleicht. Man weiß es nicht. Nee. Ein Mysterium. Wir werden es auch nicht mehr auflösen können, denn die Folge ist leider zu Ende. Das war eine Runde LS19 hier aus Diegen Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich brauche nicht mehr viel, dann ist auch meine Baumwolle fertig. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Die Dori war bei uns. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis denn. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.